Kapitel 3 der Vorlesung Natural Language Processing. Wörter. Textvorverarbeitung. Digitale Texte liegen in zahlreichen Dokumentformaten vor. Die meisten Formate dienen der Darstellung der Texte in einem für Menschen lesbaren Format, sowie um ihre Veränderbarkeit durch Menschen sicherzustellen. Die Formatierung von Texten geschieht üblicherweise nach bewährten typografischen Normen und Leitlinien, wie beispielsweise beim Formatieren von Briefen oder Büchern. Um die Dokumente für Menschen lesbar darzustellen und gegebenenfalls zu editieren, benötigt man eine für das Dokumentformat passende Software, die das im Dokument verwendete binäre oder textbasierte Format verarbeiten kann, um den Text darzustellen. Die Entwicklung bekannter Formate, wie die für Microsoft Word oder Adobes PDF, geschieht größtenteils nicht unter der zusätzlichen Maßgabe, dass die Texte, die in den Dokumenten zusammen mit Informationen über ihre Formatierung kodiert werden, auch für Maschinen leicht zu verarbeiten sein sollen. Überdies sind die zahlreichen verfügbaren Formate und ihre Versionen größtenteils proprietär. Die Entwicklung von Werkzeugen zur Verarbeitung natürlicher Sprache soll hingegen auf Texten im Allgemeinen funktionieren, nicht bloß auf Texten, die in einem bestimmten Format vorliegen. Üblicherweise ist es daher notwendig, beziehungsweise es wird bei der Entwicklung von NLP-Werkzeugen davon ausgegangen, dass Texte in einem bestimmten kanonischen Format vorliegen. Eine Grundvoraussetzung für nahezu alle NLP-Werkzeuge ist, dass Texte auf die eine oder andere Weise als Textdateien vorliegen, sodass sie leicht als String eingelesen werden können. Einer der ersten Vorverarbeitungsschritte besteht daher üblicherweise darin, alle vorliegenden Dokumente in Textdateien zu konvertieren. Diese Konvertierung ist verlustbehaftet. Der enthaltene Text bleibt größtenteils erhalten, Informationen über seine Formatierung gehen üblicherweise verloren. Im Beispiel ist die Konvertierung der ersten Seite des ersten Kapitels des Manuskripts des Buches Speech and Language Processing von Jourafsky und Martin in eine Textdatei zu sehen. Das Buch lag als PDF-Dokument vor und es wurde das Unix-Werkzeug PDF-to-Text verwendet. Hier eine Reihe von Beobachtungen. Die Worte Preliminary Proofs wurden in durch Leerzeichen getrennte Buchstaben verwandelt, was durch die Art des Textsatzes im Original zu erklären ist. Im Dokument, aus dem das PDF erzeugt wurde, standen diese Worte mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in dieser Form. In der darauf folgenden Zeile steht ein einzelner Buchstabe C, der zunächst keine Entsprechung im Original zu haben scheint. Das Copyright-Zeichen ist zu einem unlesbaren Zeichen geworden, was in der Anzeige des Texteditors durch eine schwarze Raute mit Fragezeichen symbolisiert wird. Eventuell ist der Buchstabe C in der Zeile darüber hiermit zu erklären. Die zeilenweise Darstellung des Textes im Original ist auch im Textdokument größtenteils erhalten geblieben. Ausnahme sind Zeilen, an dessen Ende durch den Textersatzalgorithmus ein Wort per automatischer Silbentrennung in die nächste Zeile umgebrochen wurde. Zum Beispiel in Zeile 26. Bei diesen Wörtern entfernt der Konverter den Silbentrennstrich und fügt das Wort und damit auch die beiden Zeilen zusammen. Dieses Verhalten ist keineswegs die Norm. Es besteht umgekehrt auch die Möglichkeit, dass Silbentrennungen nicht wieder aufgelöst werden. Abstände zwischen Überschriften und Fließtext, wie zwischen Chapter 1 Introduction und dem anschließenden Zitat, gehen verloren. Apostrophe und Anführungszeichen werden als UTF-8-Zeichen kodiert, nicht durch ihre ASCII-Entsprechung. Das Wasserzeichen Draft im Hintergrund des Originaltextes wird zwar mit ausgegeben, jedoch als über mehrere Zeilen verteilter Buchstabensalat. Nur die Kenntnis über das Original erlaubt es, die Bedeutung dieser Zeichen mit Sicherheit zu rekonstruieren. Die Randbemerkungen zu wichtigen Begriffen im Text werden vereinzelt vor bzw. nach dem Haupttext eingestreut.
Hervorhebungen im Text, wie fettgedruckte Wörter, gehen verloren. Informationen über Absätze gehen verloren. Dadurch, dass die Zeileninformation erhalten bleibt und dass es keine Zeilenabstände zwischen Absätzen gibt, sowie dass die Einrückung der ersten Zeile des Absatzes nicht rekonstruiert wird, lassen sich die Absätze in der Textversion nicht mehr erkennen. Aufzählungen bleiben als solche erhalten. Am Ende des Textes gibt es ein weiteres Artefakt, ein nicht darstellbarer Zeichencode unbekannten Ursprungs. Insgesamt sind alle Textinhalte des Originaldokuments in lesbarer und damit auch in maschinenlesbarer Form erhalten geblieben. Jedoch ist die Anzahl der Fehler und Ungenauigkeiten durchaus beachtlich. Auch ist denkbar, dass nicht alle übertragenen Textteile von Interesse für die Verarbeitung sind. Angenommen, der Nutzer bzw. die Nutzerin eines NLP-Werkzeugs interessiert sich ausschließlich für die Verarbeitung des Inhalts des Buchs. In diesem Fall sind Metainformationen, die Copyright-Bemerkungen in der Kopfzeile der Seite, das Wasserzeichen oder gegebenenfalls auch die Randbemerkungen irrelevant. Absatzinformationen mögen hingegen für die angenommene Anwendung von Bedeutung sein. Eine manuell gesäuberte Variante des Textdokuments kodiert Absätze durch doppelte Zeilenumbrüche, entfernt Informationen über Zeilen mit Ausnahme derer in Dialogen und Aufzählungen und verwendet nur ASCII-Zeichen. Alle überflüssigen Informationen wurden entfernt. Diese textbasierte Form des Originaldokuments eignet sich als Eingabe für eine Reihe von NLP-Werkzeugen, jedoch nicht für alle. Der Aufwand, sie in dieser Form herzustellen, kann jedoch enorm werden bzw. mit wachsender Zahl der zu verarbeitenden Dokumente nicht manuell handhabbar sein. Auch die Art der kanonischen Form des Textes und welche Informationen sie enthalten oder nicht enthalten soll, ist von NLP-Werkzeug zu Werkzeug verschieden. Der Hintergrund der Textvorverarbeitung und der Überführung aller zu verarbeitenden Texte in eine kanonische Form ist einerseits, dass damit die Implementierung von NLP-Werkzeugen einfacher wird und andererseits, dass damit Folgefehler und gebiased Machine Learning-Modelle vermieden werden können. Implementierungen von NLP-Werkzeugen nehmen als Eingabe üblicherweise Texte als Strings entgegen. Die Texte werden aus Textdateien eingelesen. Die Art und Weise, in der Texte in den Textdateien hinterlegt sind, wird zum Teil der Schnittstelle des Werkzeugs angepasst. Der Nutzer oder die Nutzerin eines NLP-Werkzeugs muss sich also fragen, ob das Werkzeug unter der Voraussetzung entwickelt wurde, dass alle Texte mit einem bestimmten Grad an Sauberkeit vorliegen oder ob die Texte zum Beispiel auch von Konvertierungsartefakten durchsetzt sein dürfen. Die Forderung, dass Eingabetexte ein bestimmtes Mindestmaß an Sauberkeit aufweisen, beziehungsweise dass sie auf ganz bestimmte Weise formatiert sein müssen, erleichtert die Implementierung von NLP-Werkzeugen, sodass der oder die Werkzeugentwickler oder Entwicklerin sich dann auf die Lösung des ohnehin schon schwierigen Problems konzentrieren kann, ohne sich Gedanken über alle denkbaren Arten machen zu müssen, in denen Texte vorliegen könnten. Zum Beispiel werden in großen Websuchmaschinen alle zu indizierenden Dokumente, die nicht schon als HTML vorliegen, zunächst nach HTML konvertiert, um eine einheitliche Verarbeitung in nachfolgenden Schritten zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erkennen, dass selbst die Forderung, Texte mögen einfach als Folge von durch Leerzeichen getrennte Wörter vorgelegt werden, bereits eine Formatvorgabe ist. Leerzeichen werden damit zu Markup, genau wie HTML, das man auf kanonische Weise verwenden muss. Es dürfen also zum Beispiel nicht, um eine besondere Form der Überschrift anzuzeigen, Leerzeichen zwischen die Buchstaben der Überschrift eingefügt werden, wie im vorigen Beispiel. Wie bereits ausgeführt, ist die Überführung von Texten in ein kanonisches Format gegebenenfalls mit viel Aufwand verbunden, sodass viele Entwickler sich entweder gar nicht oder nur halbherzig die Mühe machen. Je umfangreicher die zu verarbeitende Textkollektion, umso schwieriger wird es, auch nur einen Überblick über den Zustand der Texte zu gewinnen. Das spricht dafür, dass die NLP-Werkzeuge selbst robust gegenüber Textartefakten gestaltet werden sollten,
was aber letztlich nur die Verantwortung verschiebt, nicht jedoch das zugrunde liegende Problem löst. In dieser Gemengelage kann es passieren, dass unbedarfte Nutzer von NLP-Werkzeugen zwar augenscheinlich erfolgreich die Werkzeuge für ihre Zwecke einsetzen, jedoch nicht bemerken, dass Fehler in der Textgrundlage propagiert und eventuell verstärkt werden, was mitunter auch bis hin zu Produkten der Fall sein kann, die Endbenutzern zur Verfügung gestellt werden. Manche Werkzeuge stellen sehr starke Anforderungen, wie zum Beispiel Parser, die grammatikalisch korrekte Texte voraussetzen. Insbesondere wenn Methoden des maschinellen Lernens eingesetzt werden, kann das Vorhandensein von Textartefakten in den Textdaten, die zum Training eingesetzt werden, dazu führen, dass die resultierenden Modelle ihre Entscheidung von den Artefakten abhängig machen und weniger vom Inhalt der Dokumente. Beziehungsweise das plötzliche Auftreten zuvor nicht gesehener Artefakte kann die Entscheidungen von Modellen beeinflussen. Der Versuch, ein allumfassendes Format zu definieren, das alle denkbaren Bedarfe von NLP-Werkzeugen erfüllt, ist hingegen ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Eine der wichtigsten Einschränkungen ist, dass die nötige Vorverarbeitung und das Format sehr stark von der Aufgabe bzw. dem Problem und seinen Anforderungen abhängt. Es mag sein, dass die Texte in der Form verarbeitet werden können müssen, in der Nutzer eines Werkzeugs sie bereitstellen. Oder dass sogar die Verarbeitung von mit Artefakten durchsetzten Texten kein Problem darstellt, weil die Lösungen sich nicht davon beeinflussen lassen. Zwei weitere Anforderungen an eine Textvorverarbeitung, die in vielen Anwendungen früher oder später auftauchen, sind Provenienz sowie Reversibilität. Erstere bezieht sich darauf, dass auch in späteren Schritten der Verarbeitung eines Textes noch nachvollziehbar ist, von welchem ursprünglichen Textabschnitt ein vorverarbeiteter Text hergeleitet wurde. Das kann so weit gehen, dass die exakte Position des Textes im Urtext, das heißt dem digitalen Dokument, aus dem der Text stammt, ermittelt werden kann. Die Reversibilität beschreibt darüber hinaus die Möglichkeit, einen Text, der nur im kanonischen Format vorliegt, in eine Darstellung zu überführen, die eine menschliche Nutzerin bzw. ein menschlicher Nutzer lesen kann. Häufige Schritte zur Vorverarbeitung von Texten sind: das Konvertieren zu Plain Text, das Erkennen und Vereinheitlichen der Codierung von Textdateien, die Extraktion des Hauptinhalts eines Dokuments sowie von Metainformationen, die gezielte Bereinigung der Texte und gegebenenfalls ihre Paraphrasierung, die Annotation von Texten mit für die Verarbeitung wichtigen Basisinformationen. Nicht alle dieser Schritte müssen immer angewandt werden. Es gibt drei Arten von Plaintext-Formaten: unformatierte Textdateien, auch Rohtext genannt, formatierte Textdateien bzw. Textdateien mit Markup und Annotationen innerhalb der Textdateien bzw. außerhalb. Bei der Verwendung von unformatiertem Text ist auch die Abwesenheit jeglicher Zeilenumbrüche erlaubt. Ins Extrem getrieben wäre in diesem Format sogar die Abwesenheit von Leerzeichen erlaubt. Allerdings wäre das eher ein Spezialfall. Umgekehrt, wenn die Erwartung besteht, dass Wörter durch Leerzeichen getrennt werden, dann ist das im Prinzip bereits eine Formatierungsanforderung. Auch wenn eine konsistente Verwendung von Zeilenumbrüchen erwartet wird, ist das eine Formatierung. Beziehungsweise beides, Leerzeichen und Zeilenumbrüche, könnten auch als einfaches Markup aufgefasst werden. Ansonsten ist mit Markup hier die Verwendung von irgendeiner Markup-Sprache wie HTML gemeint. Wenn bestimmte Annotationen eines Textes vorausgesetzt werden, können diese entweder direkt im Text unter Verwendung einer bestimmten Formatierung bzw. von Markup eingefügt werden oder als externe Metadaten mitgeliefert werden. In letzterem Fall werden üblicherweise die Buchstaben oder Bytepositionen im Text genannt, ab der und bis zu der eine Annotation gilt. Externes Speichern von Annotationen ist bei unformatierten Texten notwendig. Die beiden Schritte der Normalisierung bzw. der Paraphrasierung und der Annotation sind komplexe Vorverarbeitungsschritte.
Beim Normalisieren muss eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, nämlich ob und inwieweit man den Urtext erhalten möchte. Wenn man gestattet, den Text zu verändern, dann kann dies folgende Anliegen betreffen. Die Unifikation der Texte mit anderen Texten aus einer gegebenen Kollektion. Das dient dem Zweck, gleiche Aspekte in allen Texten gleich zu benennen oder umzusetzen, um aufbauend auf dieser Konsistenz der Texte komplexere Aufgaben leichter erledigen zu können. Die Kanonisierung der Texte bezüglich der Verwendung von Leerzeichen, Sonderzeichen und Ähnlichem, der Rechtschreibung oder der Grammatik. Dies kann so weit gehen, dass für Textnachrichten in sozialen Medien hochsprachliche Übersetzungen erzeugt werden. Gerade die Verarbeitung von Textnachrichten bereitet hier Schwierigkeiten, da die Sprache hier teilweise stark von den traditionellen Normen abweicht und da existierende NLP-Werkzeuge eher auf letzteren aufbauen. Die Erweiterung bzw. Abstraktion der Texte. Abkürzungen können durch ihre ausgeschriebenen Phrasen ersetzt und Anaphern aufgelöst werden. Wenn es das Ziel ist, gesprochene Sprache zu verarbeiten, müssen Zahlwörter zum Beispiel ausgeschrieben werden. Die Abstraktion kann so weit gehen, dass die einzelnen Wörter der Texte ersetzt werden durch kanonische Vertreter, zum Beispiel die Stammform eines Wortes statt ihrer Flexion. Der Übergang vom Korrigieren einfacher Fehler und dem Ersetzen kurzer Phrasen zum Paraphrasieren der Texte ist fließend. Wichtig ist hier, dass die Bedeutung des Originals erhalten bleibt. Selbst diese Forderung kann jedoch bei abstrahierender Vorverarbeitung nicht immer vollständig aufrechterhalten werden, da hier oft Verallgemeinerungen vorgenommen werden, die die ursprüngliche Bedeutung mit anderen möglichen Interpretationen eines Textes vermischen. Es hängt stark von der Aufgabe bzw. dem zu lösenden Problem ab, welches Maß an Textveränderungen zur Vorverarbeitung notwendig sind bzw. toleriert werden können. Die für ein NLP-Werkzeug benötigten, über den reinen Text hinausgehenden Annotationen können vielfältig sein, angefangen bei grundlegenden syntaktischen Einheiten bis hin zu abstrakten Konzepten bzw. Aussagen über einen Text. Auf syntaktischer Ebene gibt es eine Hierarchie von Einheiten: Phoneme, Morpheme, Tokens und Sätze. Ein Morphem ist das kleinste bedeutungstragende Element einer Sprache und lässt sich auch als kleinste semantisch interpretierbare Konstituente eines Wortes bezeichnen. Morpheme werden verbal als Phonemfolgen, schriftlich als Graphemfolgen realisiert. Diese Phonem- und Graphem-Sequenzen repräsentieren das Morphem in bestimmten Umgebungen. Sie tragen keine eigene Bedeutung, sondern haben als Bausteine der Morpheme nur bedeutungsdifferenzierende Funktionen. Tokens sind die Bestandteile, aus denen Sätze gebildet werden. Die Menge der Tokens wird gebildet aus der Menge der Wörter und der Menge der Satz- und gegebenenfalls auch Leerzeichen. In der richtigen, also grammatikalischen Reihenfolge angeordnet, ergeben Tokens einen Satz. Aus syntaktischer Sicht ist ein Text damit nichts anderes als eine Folge von Sätzen. Auf der Diskursebene sind Texte jedoch weiter untergliedert, in Absätze und Kapitel. Sie umfassen Sinnzusammenhänge und Gedankengänge in hierarchischer Ordnung. Aus Diskurssicht ist ein Dokument nichts anderes als eine Folge von Diskurseinheiten. Aus typografischer Sicht ist ein Dokument weiterhin unterteilt in Zeilen von Text, die auf Seiten angeordnet sind, auf denen gegebenenfalls auch Metainformationen stehen. Aus typografischer Sicht ist ein Dokument eine Folge von Seiten. Darüber hinaus gibt es zu jedem Dokument bzw. dem Text darin umfangreiche Metainformationen, die teilweise im Dokument mitgeliefert werden, darunter Titel, Autoren und Autorinnen, Daten wie das Veröffentlichungsdatum und nicht zuletzt unzählige Eigenschaften des Textes oder des Dokuments, die von Interesse für NLP-Anwendungen sind. Eine der grundlegendsten Aufgaben bei der Textvorverarbeitung ist die Tokenisierung.
Als Token bezeichnen wir grob die Zeichenketten eines Textes, die semantische Einheiten von Interesse bilden. Der linguistische Begriff des Tokens hat das Gegenstück des Typs. Ein Typ ist eine Klasse, wobei alle Tokens, die zur Klasse gehören, Instanzen des Typs sind. Ein Token ist also das konkrete Wort an der Stelle, an der es wahrgenommen wird, also gedruckt auf einem Blatt, Papier, übertragen per Schallwelle oder eine konkrete Bitfolge im Computer. Der Ausspruch Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears beinhaltet 11 Tokens auf Wortebene, wobei jedes Wort sowie jedes Satzzeichen ein Token bildet. Je nach Anwendung können auch die Leerstellen zwischen den übrigen Tokens als Tokens bezeichnet werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Tokens auf höheren Granularitätsebenen zu identifizieren, nämlich auf Phrasenebene sowie auf Satzebene. Phrasen könnten Namen oder Aussprüche sein, wie hier die Redewendung "Lend me your ears". Auf Satzebene können ganze Sätze oder Klauseln von Sätzen als Tokens betrachtet werden. Im Englischen und in vielen anderen Sprachen gibt es eine Reihe von Spezialfällen, die die Tokenisierung von Texten erschweren. Die Verwendung von Interpunktionszeichen, sowohl als Satzzeichen als auch um Wörter miteinander zu verknüpfen, erzeugt Entscheidungsprobleme bei der Feststellung, was ein Token ist und was nicht. Im Englischen und Deutschen sind das zum Beispiel Kontraktionen mit Apostrophen, bei denen mehrere Wörter sprachlich zu einem Wort zusammengefasst werden. Apostrophen können gleichzeitig aber auch als einfache Anführungszeichen dienen. Bindestriche werden teilweise herangezogen, um Wörter zusammenzufassen, um Namen zu bilden oder auch Adjektivierungen oder Verben zu erzeugen. Gleichzeitig dienen Bindestriche aber auch zur Silbentrennung oder um Gedankenstriche in Texten einzufügen. Wortkompositionen können auch ohne Bindestrich durch einfaches Hintereinanderschreiben zweier oder mehrerer Wörter geschehen. Dafür gibt es sowohl im Englischen Beispiele, wie das Wort Wheelchair, vor allem aber auch im Deutschen, wo regelmäßig Wörter auf diese Weise zusammengefasst werden. Zur Namensgebung werden aber auch anderweitig häufig Sonderzeichen eingesetzt. Interpunktion dient darüber hinaus auch in Zahlen, zum Beispiel als Dezimaltrennzeichen. Da Zahlen in dieser Schreibweise häufig in Texten anzutreffen sind, muss dies bei der Tokenisierung, vor allem von Sätzen, berücksichtigt werden. Und wie schon erwähnt, können auch Phrasen oder bestimmte Objekte wie Telefonnummern und Daten als zusammenhängende Tokens betrachtet werden. Zur Tokenisierung werden, wenn es schnell gehen muss, häufig einfache Heuristiken eingesetzt. Am einfachsten ist dies gerade für Sprachen, in denen Leerzeichen zur Worttrennung eingesetzt werden. Da hier eine gute Trennung schon mit der einfachen Heuristik einfach an Leerzeichen zu trennen gegeben ist. Interpunktion kann ignoriert bzw. automatisch leicht entfernt werden. In Spezialfällen wie bei der TREC-Konferenz wurden auch kurze Wörter ignoriert, da diese für die auf der Konferenz studierten Suchmaschinen nicht relevant sind. Heuristiken dieser Art machen jedoch viele Fehler, sodass für eine akkurate Tokenisierung letztlich doch eine größere Regelbasis oder aber ein maschinelles Lernverfahren benötigt wird. Ziel ist üblicherweise die Erzeugung eines Textes, bei dem jedes Token von seinen benachbarten Token durch ein Leerzeichen getrennt ist. Damit können alle nachfolgenden Verarbeitungsschritte einer NLP-Anwendung schlicht davon ausgehen, dass der Text mithilfe einer einfachen Whitespace-Heuristik in Token unterteilt werden kann. Ein einfacher Algorithmus zur regelbasierten Tokenisierung erhält als Eingabe ein Dokument D in Form eines Strings sowie eine Menge A von Abkürzungen von Wörtern, von denen erwartet wird, dass sie häufig in den Texten anzutreffen sind. Die Ausgabe des Algorithmus ist das Dokument als String, in dem alle Tokens von ihren benachbarten Tokens durch Leerzeichen getrennt sind. Der Algorithmus durchläuft eine Abfolge von Ersetzungsregeln, die in Form von regulären Ausdrücken erfasst sind, die nacheinander auf das Dokument angewendet werden. In Zeilen 1 und 2 werden Hilfsvariablen mit regulären Ausdrücken angelegt,
Alnum steht für alphanumerische Buchstaben und soll alle Buchstaben und Zahlen beinhalten. In der vorliegenden Umsetzung werden nur ASCII-Zeichen berücksichtigt, aber moderne Implementierungen von regulären Ausdrücken unterstützen auch den UTF-8-Zeichensatz. N-Alnum steht für nicht-alphanumerische Buchstaben und ist schlicht definiert als die Negation von Alnum. Klitik enthält eine Liste von Morphemen, die beispielsweise als Kontraktionen vorzufinden sind, in Groß- und Kleinschreibung. In Zeilen 3 bis 6 werden Ersetzungsregeln nacheinander angewandt. Die Ersetzungsregeln sind als Suchen- und Ersetzen-Ausdrücke in der Syntax des Kommandozeilenwerkzeugs set angegeben. S/ kündigt eine solche Ersetzungsregel an, gefolgt vom Pattern, das zu suchen ist, einem weiteren /, dem Ausdruck, mit dem das Pattern zu ersetzen ist, und geschlossen von /g. Letzteres ist ein Flag, das anzeigt, dass alle Vorkommen des Suchmusters gesucht und ersetzt werden sollen. Zunächst werden alle Vorkommen der Zeichen in AlwaysZep jeweils mit Leerzeichen umgeben. Dabei bleibt das jeweilige Zeichen erhalten. Anschließend werden in Zeile 4 Kommas außerhalb von Zahlen mit Leerzeichen umgeben. In Zeile 5 werden Apostrophen, die nicht als einfache Anführungszeichen verwendet werden, mit Leerzeichen getrennt. Und in Zeile 6 werden Klitiks mit Leerzeichen umgeben. Anschließend wird in Zeile 7 das Dokument anhand von Leerzeichen gesplittet und die resultierende Liste von Token-Kandidaten T nacheinander verarbeitet, um alle Token zu verarbeiten, die mit Punkten enden, die gegebenenfalls anzeigen könnten, dass hier ein Satz endet, jedoch auch zu einer Abkürzung gehören können. Für jeden Token-Kandidaten T wird geprüft, ob er mit einem Buchstaben endet. Wenn T darüber hinaus weder in der Menge der Abkürzungen ist, noch einem generischen Pattern von zwei Arten von Abkürzungen genügt, dann wird der Punkt am Ende durch ein Leerzeichen abgetrennt. Optional können außerdem alle Klitiks in ihre ausgeschriebenen Wörter verwandelt werden, sofern dies für nachfolgende Verarbeitungsschritte sinnvoll erscheint. Zuletzt wird die Menge der Tokens T mit Leerzeichen getrennt in einen String verwandelt und zurückgegeben. Mit Stopping oder Stop Word Removal wird ein möglicher zusätzlicher Schritt bei der Tokenisierung von Dokumenten bezeichnet, bei der Token mit bestimmten Eigenschaften ignoriert bzw. gelöscht werden. Dabei kann es sich um Token handeln, die häufig in einer betrachteten Dokumentkollektion vorkommen. Zum Beispiel kommt das Wort Wikipedia in nahezu allen Dokumenten der Wikipedia vor. Häufig werden auch Funktionswörter, die nur dem Sprachgefüge dienen, jedoch selbst kaum inhaltliche Bedeutung tragen, entfernt. Funktionswörter zählen üblicherweise zu den häufigen Tokens. Ein Problem dabei könnte sein, dass Phrasen, die ganz oder teilweise aus häufigen oder Funktionswörtern bestehen, gelöscht werden oder nicht mehr als solche zu erkennen sind. Oft werden auch Tokens, die nur aus Interpunktionen bestehen, gelöscht. Wenn jedoch Nachrichten aus sozialen Medien verarbeitet werden, kann dies zu problematisch sein, da auch Smileys davon betroffen wären. Darüber hinaus werden Zahlen oder auch kurze Token oft gelöscht, was je nach Anwendung ebenfalls nützlich oder problematisch sein kann. Zuletzt besteht die Möglichkeit, jedes einzelne Token weiter zu normalisieren, indem es zum Beispiel in Kleinbuchstaben verwandelt wird, indem Sonderzeichen oder diakritische Zeichen entfernt werden und mittels morphologischer Analyse. Das Lowercasing von Token kann je nach Anwendung notwendig sein, geht allerdings mit einem Verlust an Informationen einher, da es Fälle gibt, in denen die Kapitalisierung von Tokens eine bedeutungstragende Rolle spielt. Insbesondere bei Namen, die kleingeschrieben auch Wörter mit einer spezifischen Bedeutung sind, ist das der Fall. Zum Beispiel bei den Wörtern Bush oder Apple.
Das Entfernen von Sonderzeichen aus Tokens bzw. von diakritischen Zeichen dient dazu, verschiedene Schreibweisen ein und desselben Konzepts aufeinander abzubilden. Gleiches gilt für die morphologische Analyse, die im folgenden Abschnitt vorgestellt wird. Die Vorverarbeitung von Texten im Allgemeinen sowie die Tokenisierung im Speziellen und beider Einfluss auf die Qualität des Endergebnisses eines NLP-Werkzeugs wird oft unterschätzt. Der Raum der Möglichkeiten zur Vorverarbeitung ist mannigfaltig und es ist die Verantwortung jedes Entwicklers, die zu verarbeitenden Texte sorgfältig aufzubereiten. Andernfalls droht das Risiko, unzureichende Lösungen zu erhalten bzw. nicht das volle Potenzial nachgeschalteter Verarbeitungsschritte ausloten zu können.